Hi Leute und willkommen zurück zu Splatoon 3. Wir haben uns im letzten Part zu einem neuen Enkling erstellt und auch direkt den Story-Modus gespielt oder gestartet und ja, die erste Mission gemacht, die irgendwie total easy war, weil wir einfach nur abfahren mussten. Kein Gegner gefühlt, nichts. Naja gut. Ich denke, ab Mission 2 könnte das ein bisschen spaßiger werden. Ah, die erste Mission ist ja extra leicht. Das ist jetzt Folge der Tinte. Okay. Folgen wir der Tinte. Irgendwas verpasst oder warum fehlen wir jetzt hier? Ah, jetzt geht's wieder weiter. Nein, ist nicht doof. Okay, gut. Nochmal. Zack. Zack. Ich hätte hüpfen sollen, oder? Kreis gelaufen. Ist wahrscheinlich da hoch. Nichts viel weg. Ja, erstmal holen wir uns die Punkte. So. War auch noch nicht so viel, aber ein bisschen ja, schon mal Sachen kennenlernen. Zumindest denke ich, dass das so sein soll. Sehr gut, Nummer 3. Kamen dir die Octarianer auch seltsam vor? Die waren doch sonst nicht so flauschig, oder? Na egal, die können von mir aus machen, was sie wollen. Also jetzt nicht so wirklich. Du verstehst schon, was ich meine. Solange du den Heldenanzug trägst, kann dir kein Octarianer die Tinte reichen, egal ob der Fell hat oder nicht. Super. Hast du die Kick gelesen? Achso, das ist ja hinten, aber ich kann es auswendig. Letzte Schrei in Sachen, was? Postapokalyptische Mode. Finden Sie Ihren Weg vorbei an Gegnern mit Ihrem Spezialsensor. Nur Trockenreinigung. Du musst alles über deine Ausrüstung wissen. Regel Nummer 1 im Kampf. Ah. So, hab wieder ein paar Punkte gekriegt. Kann man so drauf werfen? Okay, für den Wien. Ja, friss alles. Gibt's die Katze eigentlich auch wieder? Da springen, schau lieber vorher nach, wo du lang ist. Da. 200? Das war teuer. So, nächstes Level. Direkt rein und starten. Du musst die ganzen nicht gar nicht suchen, sondern einfach nur machen und dann den Weg freiräumen. So, wir sammeln jetzt wieder ein paar Punkte. Hier ist noch Zeit. Aber nicht. Frei. Naja, so war das. Zack. Ja, aber nicht. Wir wissen, was wir tun. Meistens sind wir es. Ah, das ist der nächste. Okay, das ist ein Endpunkt. Fern zu weit für deinen Tint, das muss dann das Heilen hier aushalten. Ah, das geht. Den kann ich auch mit aktivieren. Ja, nice. Schon zeitbedingt, oder? Ah, kann zurückrufen und. Ja, gut. Ja, nett. Gut.
Mir wird es auf jeden Fall ein bisschen helfen können. Komm ich da jetzt hoch? Ich will da jetzt auch nicht einfach runterspringen. Also kann ich glaube ich nicht hüpfen. Ich glaube nicht, dass du da von hier auf das Schatz her, ne? Und ich komme hier zurück. Aber nur so und wozu habe ich das Ding? Naja, gut. Vielleicht fangen wir es noch raus. Wow. Gut. Jetzt zerstören wir es, wenn wieder alles. Gefunden. So, da oben ist nichts. So, dann komme ich jetzt dahin. So, wahrscheinlich hier nochmal hin. Hier ist nichts. Hier ist hier nichts. So, ich muss jetzt irgendwie da rauf, oder nicht? Nein. Wie komme ich da ran? Okay, das war mal eine super Attacke oder so, aber ich bin fast rangekommen. Ich muss wirklich entfernen. Machen wir es einfach mal, um die Fähigkeit wieder voll zu kriegen. So, kann ich das jetzt nutzen, um da hochzuspringen? Ne. Okay, keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Komm ich nicht ran? Hä? Okay, ich hab gerade irgendwie. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Ich sehe den Weg nicht. Wie komme ich da ran? Was übersehe ich denn jetzt? Sagt das irgendwie runter in der Sonne, ne? Keine Ahnung. Machen was er will, aber. Mit Schwung vielleicht? Ja, möglich. Nee. Auch nicht. Okay, ich weiß nicht, wie ich da ankomme. Hat er irgendwas gesagt? Ich hab's übersehen. Ich check's nicht. Nein, ich war ansatzweise, komme ich so hoch. So, andere Tasten kann ich nutzen. Das habe ich, das habe ich. Tschüss. Ich hab nichts, was ich machen kann.
Menü. Fortsetzen, neu starten. Nein. Hä? Ernsthaft, ich bin verwirrt. Wie komme ich da ran? Das ist das dritte Level und ich check nicht, was ich tun soll. Was ist Lenker? Irgendwas übersehen? Nee, ne? Nee, ist ja auch nichts. Ist nicht dein Ernst, ich kann von hier. Oh wow. Oh wow, ich dachte, ich müsste da hinten irgendwo hin. Na toll. Haben sie mich halt verarscht. So, kommen wir jetzt auch zum Ziel. Oh Mann. Was passiert, wenn ich jetzt von der anderen Seite da hochgehe? So. Nichts. Er sagt auch nichts dazu. Na toll. Na gut, dann halt so. Passt schon. So, perfekt. Hat es länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Aber na gut. Man muss auch mal ein bisschen rätseln. Ich hab echt gedacht, ich muss auf diese Seite da hoch. Ich weiß, er hat gesagt, dass es nicht so einfach ist, aber. So, nun weiter Nummer 3. Ich bin stolz auf dich. Ja, und ich will dir ja keine Angst machen, aber mit diesen flauschigen Octarianern gruselt es mich. Ich glaube, wir brauchen Verstärkung. Lass mich schnell den Kommunikator anwerfen. Test 1, 2, 3. Hier, Cuttlefish. Over. Halte mich. Nummer 2 hier, over. Bist du super? Versteckst du? Nummer 1, hier spricht Nummer 2. Opa turnt wieder in der Weltgeschichte herum. Over. Worauf warten wir noch? Nummer 2, sammeln wir ihn wieder ein. Oh, cool, dass die wieder dabei sind. Roger, bleib spritzig. Opa einsammeln. Was bin ich denn? Eine Sammelkarte? Cuttlefish, ich hab dich gefunden. Verdammt, das alte Teil ist hinüber. Auch gut. Also, was packen wir es an? Okay. Punkte und weiter. Cool, dass Nummer 1 und 2 wieder dabei sind. Ein Kartenpäckchen. Hol es dir am Lobby-Terminal ab und setze es in Revierpacks-Packchen ein oder so. Weiter, ein gutes Auge. Im Seil stecken. Aha. Unser Mini scheint etwas eigen zu sein. Wieder Zeug. So, soll ich da hoch? Komm ich her, aber. Keine Ahnung, was er von mir will. Ups. Wir gehen weiter. Uff, ich dachte, ich falle hier runter. Nicht grün hieß es. Und sowas. Ich muss sagen, ich war schon etwas nervös. Ah, Quatsch. So, wir starten nochmal die nächste Mission. Und dann sind wir auch schon wieder fertig hier. Mann, oh Mann. Zack. Oh, direkt erwischt. So, uah. Gut, ich nehme noch einen. Ich dachte, hier werden abgerundet und ich komme nicht wieder zurück. Ist hier irgendwas? Nö. Das sieht auch irgendwie cool aus. Bisschen Öl verschmutzt, oder? Sieht zumindest so aus. So. So, was war das? Und hier auch. Oder auch nicht? Naja.
Warum soll ich Seil nicht werfen? Wow. Perfekt. Checkpoint. So, die Startviecher, die kann eigentlich gar nichts, muss ich sagen. So, der hat mich angegriffen. So, ich glaube, ich habe alles. Sehr schön. So. Wir fangen jetzt leicht wie E und je. Und das war's sogar schon. Wow. Dachte, ich würde länger brauchen. Na gut. Gucken wir mal, was wir noch in der Oberwelt freischalten. Ich hab die Astralen Nummer 3. Das soll das letzte Kesselportal gewesen sein, aber hast du nicht auch das Gefühl, dass irgendwas komisch ist? Nö. Alles super. So. Komm ich weiter? Zack. Oh, das war viel. Oh, das sieht aus wie eine Arena. Machen wir den Boss noch? Oh, ist auf uns zu und es ist schnell. Ich habe dich gefunden, Kuttelfest. Meine Octarianer-Truppen sind verschwunden. Und ich weiß, dass du dahinter steckst. Ah, er ist auch wieder am Start. Schön. Fall in Sicht, das ist DJ Octavio. Du ziehst wieder dieselbe alte Nummer ab, was? Rück den Riesenjagdtrupp raus. Nummer 3, dieser drüge DJ ist der Oberboss der Octarianer. Stab ihn dir. Hase nicht rum und spitz die Ohren. Hier kommt mein neuester Hammerhead. Damit mache ich euch platt. Octotyrann HNX oder HXN, wie auch immer. Irgendwas stand da. Okay, vielleicht startet der Kampf auch direkt? Ja, ja. So, wo ist er? Wo muss ich hin? Okay, wie damals. Nur in Leicht. Damals nur in Leicht, okay. So, was tut er? Reinnehmen, super. Oh, da muss ich wohl schnell ausweichen. Ich muss ihn in der Luft abfangen. Taras, Mischpulver, versuch ihn mit Taras. So, einmal haben wir. Mein neuester und größter Hit ist endlich bereit. Oh, jetzt war ich zu langsam. Wieso hat er einen Staubsauger? Auf mein Tinte einzusammeln. Wow. Ey, auf meine Tinte auszusaugen. Gesagt. Oder sowas. Wow. Okay.
Der saugt mir die Tinte aus. Okay. Wow. Wieso tut er das? Kann so nicht arbeiten. Ich kann schon wieder die Seiten. Was soll ich das denn machen? Den scheiß Staubsauger weg. Wow. Okay, ich weiß nicht, wie ich ihn zurücksteuern soll, wenn er mein ganzes Kind aussaugt. Hier, was ist das? Dort hinten. Warte, bringt was? Wo muss die Dinger jetzt abschießen? Kann das sein? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nope, das ist es nicht. Hat er irgendwas gesagt, was mir hilft? Wahrscheinlich nicht, ne? Nur ja, verfüttern könnte. Naja, ist nur ein Angriff. Okay, kann nichts dagegen tun. Au. Ich bin gestorben! Oh, das Ding hat mich direkt getroffen. Jetzt saugt er mich aus, jetzt nicht. Ah, vielleicht kann ich den Knips da reinwerfen! Ja! Yeah. Hä? Kann ich zaubern. Jawohl. Ein Knips siehst du drin. Sehr geil. Stopf das. Okay. Ich habe mich gar nicht mehr gedacht eben. Ist ungewohnt. So. Dein Salmini hat es gesteuert. Ein Fisch. Abfall, Equipment, hat. Okay, dann ist Kleiner wieder da. Na gut. Sehr gut. Jetzt weiß ich auch, was ich tun muss. Jetzt ist kein Problem mehr. Nummer 2. Das wird richtig sauer. Oh, ich muss hüpfen. Ups. Wow. So. Wir werden jetzt das schaffen. Ah, tausche die Seiten. Was soll er machen? So, wir haben dich gleich. Ach, diese Welle. Hab ich vergessen. Oh. So, der ist beschäftigt. Ich
alles wieder draußen, ich will den Rest. Bam, das war's. Meistens mal dreimal, jawohl. Aber jetzt mal, wie bedauerlich. Und tschüss. Oh, bald ist er nicht gekommen. Ist eigentlich relativ groß. Oh, das ist nicht fair, deine Ausrüstung ist viel zu stark. Das war eine schwache Vorstellung, Kario. Deine Setlist wird langsam alt. Und du selbst vielleicht auch, Freundchen. Aber mal ehrlich, das war viel zu einfach. Als hättest du die Kraft des Riesenoktoberwelts gar nicht angezapft. Halt auf den Tentakel still. Diesmal bin ich nicht... Hab ich ihn wirklich nicht angeklaut? Hä, du hast ihn gar nicht? Aber wenn du es nicht warst... Wer zum... Was? Klabauter? Fisch oder was? Was? Flauschplasma. Nummer 3, rette mich! Oh nein, unsere Ausrüstung ist weg. Na toll. Ich kann beim Runterfallen seine Ausrüstung verlieren. Die sind die Bösen? Aha. Zumindest standen sie jetzt da. Und dann präsentiert. Klubschauge. Splatoon 3. Okay, das war die Einführung quasi. So, und wir raffen uns mal auf. Ist ja alles voller Schnee und Eis. Oh, okay. Ist hier eine Kuppel? Aber warum ist hier Schnee? Na gut, haben wir eine Schneewelt. Wir machen aber erstmal Schluss für heute. Wir gucken mal, ob die beiden wirklich hinterstecken oder ob Octavia doch noch irgendwas in der Hinterhand hält. Oder zum Schluss alles übernimmt. Irgendwie... Wir haben fast keine Klamotten an. Was zum Henker? Uns ist arschkalt. Oh Mann. Na gut, wir machen Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.